So, willkommen zurück bei KM Mechanik Simulator 2018. In der letzten Folge haben wir den Motor komplett eingebaut. Jetzt brauchen wir noch einige Anbauteile. Und dann spricht nichts dagegen, unser Schätzchen mal zu testen. So, wir brauchen noch einen Bremskraftverstärker. Den kaufen wir mal gleich. Da ist das gute Ding. Kühler Typ C und eine Batterie. Kühler Typ C. Dann brauchen wir noch was anderes. Jetzt machen wir erstmal den Kühler ein. Das fehlt hier vorne. Mache ich jetzt noch eine Lichtmaschine. Lichtmaschine, Batterie, Zündspule B. Zündspule B. Lichtmaschine. Batterie. Batterie, da ist sie. So. Zündspule. Lichtmaschine. Ach so, wir müssen auch noch die Nockenwelle. Da ist noch ein Kraftstofffilter und Servolenkungspumpe. Servolenkungspumpe. V8, ne? Filter. Und dann müssen wir das Schätzchen mal hochlassen. Weil da gibt es ja noch ein paar Teile hier. Einmal Ölfilter V8. Hier müssen nämlich noch Pleueldeckel rein. Pleueldeckel. Müssen das 8 sein? Dann kaufen wir 8 ein. Ja, für jeden Kolben ein. So. Und die Ölwanne haben wir bestimmt nicht mehr. Ölwanne V8 OHV. Och nee. Der hat immer Schwierigkeiten mit den Umlauten, glaube ich. Ölwanne V8 OHV. Kaufen. Raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Die Ölwanne rein.
Ölfilter hatten wir jetzt nicht gekauft. Dann suchen wir jetzt nach einem Filter, damit er ja nicht das Umlaut nimmt. Den Umlaut. Filter. Ölfilter. V8 OHV. Den da auch ran. Dann müssten wir hier eigentlich fertig sein, hier unten drunter. Ne, da ist noch das Schwungrad. Vom Getriebe. Schwungrad. Hallo? Warum hat er das nicht drin? Schwungrad. Habe ich doch richtig geschrieben. Komisch. Wir brauchen wahrscheinlich auch ein neues Schaltgetriebe. Das dürfte dann das sein, ne? Oder das V8. Wir warten ab. Das kostet richtig Geld. Scheibe hätten wir noch gehabt. Genau wie die Druckplatte wahrscheinlich. Jawohl. Schaltgetriebe V8 OHV. 855. Aha, halt, da kommt noch der Anlasser. Den haben wir wahrscheinlich auch nicht. Anlasser V8. Anlasser. So. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch die Antriebswelle. Haben wir noch eine? Nein. Warum sollten wir auch eine haben? 650. So, jetzt müssten wir aber wirklich hier unten fertig sein. Hier unten nochmal gucken, ob die Gummilager alle drin sind. Aber die haben die ja nicht. Hier ist ja nichts Gummi gelagert. Das ist ja alles Blattfeder. Gut. Auto runter. Warum ist dieser Kühler hier oben so verrostet? Der neue Kühlerverschluss Typ C. Guckt man aber nicht dran. Dann muss das wahrscheinlich so. So. Wir haben hier noch Nockenwelle VH8 OHV. Zahnrad haben wir nicht. Zündverteiler. Zündverteiler und Nockenwellenzahnrad. So. Zündverteiler. Und Nockenwellenzahnrad. Was Normales. Nein, V8. Nockenwellenzahnrad V8 OHV.
AV. Zündverteiler. Ah, der Läufer, hätte ich das gewusst. Zündverteiler, Läufer. Dann gleich mitkaufen können. Naja, jetzt ist egal. So. Zündverteiler Deckel. Und Zündkabel für V8 brauchen wir garantiert auch. Ja. Zündkabel V8. Okay, irgendwas fehlt noch. Kann doch noch nicht fertig sein. Ach ja, die Steuerkette haben wir hier noch. Fehlt ja auch noch der Lüfter. Steuerkette V8 OHV. Steuergehäuse V8 OHV. Ein großes Teil, das war billig. Okay. Wasserpumpe. Wasserpumpe V8 OHV. So, Wasserpumpenriemenscheibe und Kurbelwellenriemenscheibe. Kurbelwellenriemenscheibe V8. Und Wasserpumpenriemenscheibe. OHV, toll. So. Dann brauchen wir noch einen Keilriemen Typ B. V8 OHV Typ B. Typ A. Lüfter V8 OHC. So, ich glaube, müssen nur noch Öl reinkippen. Da wird wahrscheinlich eine Menge reinpassen. So, wo ist denn der Peilstab hier? Da. Nee. Guckt, hier ist er. Ja, sieht gut aus. Wir fahren den Wagen mal
Nicht auf dem Parkplatz. Eingang zum Shop. Machen die Tür auf. Setzen uns hinein. Es läuft. So, fahre los. Können wir mit dem zum Schuppen fahren? Nein, wir gucken jetzt bei den Schuppen vorbei. Sonst gehen wir zu Fuß, oder wie? Egal, gucken wir bei den Schuppen. Dann fahren wir noch einmal über den Diagnosepfad. Oder wir können einen Test machen mit dem Ding noch. Große Teile hole ich nicht. So, also begeben wir uns jetzt zumindest nochmal auf die Teststrecke mit dem Gefährt, damit wir das Ding auch mal in Bewegung sehen. Die Tür steht noch offen, das geht ja gar nicht. So, die Rennstrecke ist auch noch gar nicht freigeschaltet. Ah, die Klemmen fehlen. Okay. Und zwar sind die so klein, dass man die gar nicht sieht. Aber ich weiß, wo sie sind. Hier irgendwo. Eigentlich. Nee, am Luftfilterkasten. Oder? Luftfilterkasten klemmen? Nein. Okay, Leute, ich glaube, so auf Anhieb finde ich da nichts. Da. Da ist eine Klemme. Da ist eine Klemme. So, wie heißen die genau? Klemme. Klemme Typ B. Die sind auch so klein, ey. Zwei Stück sind das, glaube ich. Machen wir mal sicherheitshalber drei. So klein, ey. Das sind nur die zwei, glaube ich. Mal gucken, was uns noch fehlt. Nein, es geht. Wow. Wow, nur eine Klitzekleinigkeit vergessen. Das geht ja. So. Oh. Ein Sportfahrwerk wäre schön. Sollten wir nicht irgendwo Slalom fahren?
sollte ich auch mal, irgendwann wollte ich mal mein Lenkrad hier anschließen. Nice fahren. Wow. Okay, Leute. Das soll's gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.